Und ich werde aus den 14 Millionen die 20 und die 30 Millionen machen. Wie kamen Sie denn zum ersten Mal in Kontakt mit dieser Nazi-Zeit? Ach, diese Frage ist so überhaupt nicht zu beantworten. Sie sind doch da reingewachsen. Ne? Ich war, als die Nazi-Zeit, die Sie so bezeichnen, mir gefällt der Ausdruck nicht, den mag ich nicht, den kann ich nicht leiden, weil er auch ein schlechter Ausdruck ist und nicht gerechtfertigt. Aber das lassen wir mal weg. Da ist auch, weil da auch Persönliches dazugehört. Warum? Weil er zu sehr abwertend ist. Er wird der Zeit nicht gerecht. Man tut dieser, in Anführungsstriche, Nazi-Zeit auch Unrecht. Den Jugendlichen hat die Nazi-Zeit, um das Wort noch einmal zu gebrauchen, Freude gemacht. Man hat gerne mitgemacht, man wollte, wie das bei Jugendlichen meistens ist, man wollte dabei sein. Und wenn ihnen das genügt, ich war in keiner Partei, mein Vater war im Dritten Reich in der Partei, aber das muss man, mein Vater war im Herzen, das klingt jetzt ein bisschen albern, ich weiß, ein Sozialdemokrat vom Elternhaus her, ein Sozialdemokrat, ne? Aber sozialdemokratisch geprägt, weil, will ich mal sagen, weil vom Elternhaus eben die Voraussetzungen dafür gegeben waren. Wenn Sie mich oder andere gefragt hätten, was ist denn Nazi, hätte ich gesagt, ein was? Der hätte überhaupt nicht erklären können, was ein Nazi ist. Der Ausdruck war vollkommen ungebräuchlich. Man kannte den Ausdruck Nazi gar nicht. Der war fremd. Sie haben ja gesagt, dass Sie als Jugendlicher immer mitmachen wollten. Ja, natürlich. Was haben Sie denn mitgemacht? Was habe ich mitgemacht? Was alle gemacht haben. Ich war im Jungvolk drin, weil alle drin waren. Man hat einfach das mitgemacht, was alle getan haben. Sie wissen doch als Jugendlicher, und das wird Ihnen wahrscheinlich ähnlich gehen, man will doch dabei sein. Man will doch dazugehören. Den Ausdruck kennen Sie ja sicher auch als Jugendliche. Man will doch dazugehören, auch wenn es dann später ein bisschen abfällig heißt, ja, die Masse. Und trotzdem, die Masse, das sind doch, wer ist denn die Masse? Die Masse sind wir. Wir sind nämlich die Masse. Das dürfen Sie nicht vergessen. Ob Sie generell gesehen haben, dass das schlecht war, was Deutschland zu dieser Zeit gemacht hat? Das konnte... Hören Sie mal, ich war 8, 9 Jahre alt. Was erwarten Sie denn? Erwarten Sie politische Vorträge oder? Nein, aber... Das ist doch Unsinn, was ich... Diese Frage stelle ist für diese Zeit und für die, was Sie hier Frage stellen, ehrlich, nehmen Sie mir dann ein bisschen lächerlich. Heute, wissen Sie, Sie sind heute auch schlauer als vor 30 Jahren. Und Ihre Denkweise ist auch nicht mehr wie damals. Oder bin ich ja falsch? Sehen Sie, und man muss, die Zeiten ändern sich und unsere Denkweisen ändern sich damit auch. Natürlich, das geht Ihnen doch im täglichen Leben genauso. Sie sind von etwas begeistert, von irgendeiner Sache, von einer Tätigkeit, die jemand macht. Sagt ein Mensch, das ist klasse, was der Mann macht, ne? Um später dann zu merken, naja, so gut ist es auch wieder nicht. Ne? So ist es, das ist das Leben. Das ist das Leben. Das wusste ich nicht. Woher sollte ich das wissen? Meinen Sie denn, das wäre erzählt worden, da hätte jemand drüber gesprochen oder es hätte sich jemand getraut, über dieses Thema zu sprechen? Wissen Sie, wer nicht in der Zeit gelebt hat, und die Zeit nicht kennengelernt hat, nehmen Sie mir es nicht für übel, der sollte besser den Mund halten. Das hat man nicht mitbekommen, weil man gedacht hat, so muss es sein, so ist es richtig. Man hat ja gedacht, man war ja
wenn Sie wollen, in einem gewissen Sinne gläubig. Verstehen Sie? Man hat den, es ist fast eine Schande zu sagen, dem Politiker noch geglaubt. Ich sage extra noch geglaubt. Ne? Was kann man heute drüber nachdenken? Und fragen, ob man noch glauben soll. Wie sehen Sie die Zeit denn heute im Rückblick so? Die jetzige Zeit? Nein, die Zeit von damals. Sie sehen jede, auch Ihnen wird das so gehen, Sie sehen die Zeit früher. Früher wie auch unterschiedlich lange her ist, die sieht man immer anders. Ne? Sie können nicht erwarten, dass Sie noch die Meinung von jetzt, das ist nicht die bleibende Meinung, die man hat. Die Meinungen, die ändern sich manchmal schnell, manchmal sogar zu schnell. Heute wird diese Zeit anders gesehen. Man muss sie aus der Zeit raussehen, wo die Menschen gelebt haben. Ne? Man hat in der Zeit, wenn sie in dieser Zeit leben, und der normale Bürger, der normale Kleinbürger, betone ich jetzt extra mal, der lebt ja in seiner kleinen Welt. Ne? Und in der er sich auch ständig bewegt. Die Synagoge? Bitte? Die Synagoge? Ach so, die Synagoge, da habe ich nichts mit zu tun. Hatte ich auch nichts mit zu tun. Es war nicht meine Lebenszeit. Wir hatten ein Friseurgeschäft und wir hatten jüdische Kundschaft. Ne? Und da ist das Leben schon geprägt. Aus geschäftlichen Gründen ist schon die Berufsfreundlichkeit gefragt. Verstehen Sie? Ne? Das waren unsere Kunden und nichts anderes. Ob das ein Jude war oder ob das kein Jude war, das spielt in dem Fall keine Rolle. Es war nicht gerade eine Judenbegeisterung, wenn ich so das mal sagen kann. Ne? Es war nicht so, der Jude galt nicht so als, naja, als der liebenswerte Mensch. Er wurde so dargestellt, das ist kein, kommt nicht von mir, um das mal festzuhalten. Ne? Aber er wurde so dargestellt als der nicht unbedingt sympathischste. Ne? Aber wissen Sie, verstehen kann das nur, wer in der Zeit gelebt hat. Wer in der Zeit nicht gelebt hat, für den ist diese Zeit schwer verständlich und dem ist auch dieses Verhältnis damals zu den Juden schwer verständlich zu machen, weil die Zeit anders geprägt war. Mehr kann ich dazu jetzt auch nicht sagen. Und das ist ja auch so gewesen. Es sind ja Leute abtransportiert worden und es war eine schlimme Zeit. Aber sie kriegen doch, wissen Sie, das Leben, wenn da Leute abtransportiert wurden oder so, Sie werden es kaum glauben, für uns Jugendliche war das interessant. Es passierte mal was. Unser Leben war ja nicht gerade ereignisreich, ne? Wenn dann mal sowas Außergewöhnliches passiert, es wurden Leute abgeholt und abtransportiert, da passierte mal was. Das ist schlimm, dass es so ist, aber es war so. Das sogenannte Braune Haus, das war, naja gut, das war das Haus der Partei, das Parteihaus. Als Kind waren wir Aufmärsche, wir mussten ja auch zum Teil mitmachen, ne? Aber das war, für uns war das ein Erlebnis, verstehen Sie? Sie dürfen das nicht alles heute negativ sehen. Die meisten sehen das alles heute durch die, in Anführungsstrichen, Nazi-Brille. Das ist doch total falsch. Ne? Es gab nicht nur Nazis. Das ist doch alles Unsinn. Ne? Es gab die meisten Leute auch, in dieser Zeit waren anständige Leute. Zeit,
während des Dritten Reiches, die meine ich, die habe ich, die will ich auch nicht mehr daran erinnert werden. Ich klammer die Zeit aus. Nehmen Sie mir das nicht für übel.